Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Für die PlayStation 3 im letzten Part haben wir die Drachenreiter genutzt. Und ich sage nicht umsonst wir, denn um genau zu sein, war es eigentlich Mr. Mark, der hier neben mir sitzt. Hallo. 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 Auf Hallo antworten wir nicht. Ich hab doch Hallo gesagt. Ja, ich hab sogar nochmal Hallo gesagt. So, wir machen jetzt weiter. Fahrstuhl. Fahrstuhl ist nicht so cool. Kann ich hier reinspringen, wie in DMC? Nein. Der Schlüssel ist oben beim Fahrstuhl. Oben beim Fahrstuhl? Kann ich mit dem Fahrstuhl dann wieder runterfahren? Ja. So, dann will ich jetzt erstmal hier SSD Leiter hochklettern. Boah, das ist wieder eine 60 FPS Leiter, geil. Oh. Oh, sieht das geil aus mit 60 FPS, Mann. So. Das wäre wirklich der einzige Grund, warum ich es mir hätte für einen PC holen wollen, aber. Naja. Kannst direkt rechts rumgehen. Auch nicht schon wieder. Geh direkt rechts rum und mach die Tür auf. Was passiert, wenn ich das wieder der zum Rechten. Ich fährt die Plattform eben wieder hoch, weil sonst kommst du nicht zurück. Warte mal die Tür auf, Fotze. Pass auf, Telefon. Kein Mermix. Machst du kaputt. Kannst du mal bitte. Mann. Das passiert mir so oft, dass ich ausweichen drücke und er nicht ausweicht, Mann. Hat bei dir so gut und so einfach funktioniert. Und so einfach ausgesehen. Ja. Ja, ich verreck an diesen drei Gegnern gerade, ja? Keine Fallen, keine Mimics, keine Sorge. Gut. Drei Fallen, keine Mimics, keine Sorge. Oder doch? Nein. So, was bist du? Du bist Kreisar. Seelengroßschwert. Das ist ein Zauber. Ja, habe ich gesehen. Hammer des alten Ritters. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Nur mal angucken. Seelengroßschwert ist so einer der wenigen Zauber, der nicht so der übelste Tryhard-Zauber ist. Das sagt mir jetzt. Oder nicht? Ich snipe dich mit einem Zauber aus 20 Kilometer Entfernung. Okay. Gut zu wissen. Gut. Was habe ich noch bekommen? Um so eine Glocke hier. Das Kaiserglocke. Mit null Schaden. Ja, die ist halt für. Ich glaube, die ist nur für Hexereien. Eigentlich will ich doch bald mal wieder Belastung erhöhen, weil dann kann ich das Ding hier tragen. Und das hat 100 physische Abwehr, ne? Also, wenn ich den Schild hochhalte und ich angegriffen werde, kriege ich null Schaden. Genau. Und warte mal, geh nochmal zurück. Und es verbraucht auch weniger Ausdauer beim Block. Oh. Es wäre echt cool, ne? Übrigens, das Genoa-Schild. Dieser Ausdauerverbrauch-Dingsbums. Das ist das vorvorletzte von unten. Das mit dem blauen Schild. Ja. Wo 70 hier ist. Und ich gerade 65 habe. Genau. Alles klar. Ich weiß noch nicht, was es genau mit der Zahl auf sich hat, aber je höher dieser Wert ist, desto. Besser. Ja, desto weniger Ausdauer verbraucht. Oh ne, werden die zum Leben? Nein. Die nicht. Bin ich wieder in der Haupthalle? Nein. Was heißt denn die nicht? Ach nee, hier stehen Kinder auf. Hier stehen nur schon welche. Da vorne. Ena und zwei so eine Dragonlock-Typen. Und diese Balkone links und rechts oben, die sind ja gepflastert mit Alon-Hauptmännern, mit Großbögen. Oh Mann, warum? Eine gute Taktik wäre einfach, den Dicken und die zwei Kleinen rauszulocken, bis hier hinter. Und dann durchzurennen, weil da ist ein Tor, was aufdrücken muss. Hinter denen? Hinter denen, ja. Einfach vorlocken. Erstmal nicht direkt an den vorbeilaufen, sondern richtig weit vorlocken, dass du Zeit hast. Das Tor. Ach so. Ach, das Tor. Das muss ich ja noch öffnen. Hehe. Also irgendwie habe ich das jetzt nicht bedacht. Oh, die helle Borde von den Mastodons würde ich gerne noch haben. Mir nach, Leute. Mir nach. Ah, die kommen mir nicht nach. Kannst du noch ein Lebenssteinchen nehmen? Hast du jetzt ein paar? Ach echt mal, das habe ich ja schon wieder total vergessen, dass ich. Ah, jetzt laufen sie mir alle hinterher. Okay. Ja, genau, geh hier lang. Und jetzt durchsprinten. Das war ein Fehler. Wieso? Na, weil das Aufstellen von der Rolle ein bisschen langsamer ist als das Sprint. Du hast Zeit. Unten hoch. Unten.
Oh, hier ist wieder eine Tür. Hier kommen die Dicken aber nicht rein, aber die Kleinen. Hey, Item. Und hier ist er. Moment, muss ich die jetzt killen? Hm. Übrigens, wenn die vor dir stehen und das Schild hochhalten, so zum Beispiel, kannst du probieren mal vorwärts und R1 der zieht so. Wenn du so das Schild triffst, was zum... Das kann ich auch nicht. Ich schon. Okay, sorry, ich kann mich jetzt nicht auf das konzentrieren, auf die Tipps, weil ich muss jetzt einfach gerade... Na, dann mach okay. Ich einfach mal so, mal nach vorne und R1. Ja, das mache ich ständig, aber warte, kurz. Aber wahrscheinlich die auszusehen. Wenn du damit das Schild richtig triffst, dann sind die quasi gestaggert. Ja, das ist ja der ganz normale Angriff. Nee, ganz kurz bloß vorhin. Synchron quasi. Genau das. Wie geht denn das so hoch? Ah. Wenn du damit ein hochgehobenes, jemanden, der blockt, triffst, dann wird er gestaggert und könntest ihn frontstemmen. Ui, das ist ja cool. Und oben will ich jetzt gar nicht lang? Nee, jetzt hast du erstmal bloß das Türchen aufgemacht, dass du halt hier, dass du nicht immer den ganzen Scheißweg lang laufen musst. Da ist das Dach weiter durchfeuer. Und jetzt hoch. Nein, ne? Auch nicht schon wieder ein Tor. Scheiße, wie ging denn das auf? Oh. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo man diese Helle war. Okay. Weil ich schon so viel. Nein! Habe ich schon so viele Videos gesehen, aber ich will sie unbedingt haben. Ich hab. Ich hab die Mastodon gar machen. Schon wieder. So, warum geht die Tür jetzt hier nicht auf, bitte? Muss ich da irgendwie hoch bei den. Oh, ich glaube, da war eine Leiter. Irgendwo. Da, bei dem Tor-Ding. Irgendwo da muss eine Leiter. Aber schon hinter diesem Block. Ja. Oh, nö. Sneaky, sneaky. Nicht so sneaky. Nein, nicht da, aber da. Ist der tot. Boah, das ist der richtige Sniper. Jetzt solltest du aufpassen. Hast du die Dodges gesehen, Mann? Das war nicht so dodgy. Schießen? Könntest du, hast du Pfeil? Finsteres Pfeil. Boom. Mit einem Blitzbogen. Ja, natürlich bleib halt an der Wand hängen. Nicht mal. Ja, stimmt, in der Luft irgendwie. Okay, Leute. Vielleicht ein Luftloch oder so. Ja. Ich wollte gerade sagen, du kriegst voll ab. Wenn ich jetzt noch einer. Ne. Oh. Dodgy. Wieso hast du denn den da hinten anvisiert, du Vogel? Ach ja, du hast dann WLAN. Hm. Mach mal dann nach dem Haupt. Ja. Ist er jetzt runtergesprungen? Sieht so aus. Ah, der kann keine Leitern klettern, war der ist zu groß. Ist er nicht. Der ist dort. Muss ich da dann runterspringen? Hier runter wieder, ja. Ach, da ist er, ui! Hat sich ganz schön sneaky versteckt, der Vogel. So, was gibst du mir an den Hauptmanns Helm? Habe ich aber, glaube ich, schon. Oder habe ich den schon? Das will ich mal kurz rausfinden.
Hauen hattest du noch nicht? Hatte ich tatsächlich noch nicht. Cool. Alles schlechter. Ja. Bei Bengals Helm. Bengals Helm ist cool. Der gefällt mir. So. Nebenstellens denke ich mir gleich ist und hier muss ich runter. Oder? Mhm. Hier muss ich runter. Eigentlich nicht. Nee, ja, hier ist ja die Tür. Ich bin gerade überlegen, wie man diese Tür aufmacht. Dieses große blaue Tor da. Geh einfach mal hin und drück mal X. Habe ich schon. Oh. Ich kann es gerne nochmal machen, aber ich bin der Meinung, dass ich das schon getan habe. Wie war denn das, ey? Das ist jetzt sehr demotiviert. Ist hier noch irgendwo eine Leiter oder eine Wand? Just something? Muss ich doch in der Haupthalle, wo diese vielen Männer waren, hoch? Ja. Was ist denn da oben? Also ein Hauptmänner. Ja, aber irgendwas muss ja hier gemacht werden können werden. Nee. Nein. Arschloch. Ach stimmt, der ist ja schneller. Das ist ja jetzt nicht so ein langsamer Ficker. Okay, Schlag daneben, Fotze. So. Irgendwie sterbe ich das jetzt gerade, dass ich nicht weiß, was ich tun muss. Ich weiß es auch nicht mehr. Also es muss ja noch irgendwas geben, logischerweise. Mhm. Ich will jetzt auf keinen Fall zu dem Leuchtfeuer gehen, weil dann werden alle diese Fotzen wieder hier. Weißt du es oder hast du gegähnt? Ich hab gegähnt. Oh shit. Da hatte ich wieder einen Moment lang Hoffnung. Das ist ja blöd, jetzt irre ich tatsächlich in Dark Souls rum. Das kenne ich auch noch nicht. Also wir haben hier eine blaue Tür. Soweit so gut. Hilfe, Mark. Hilfe. Ich konnte mich sonst immer auf deine Hilfe verlassen. Muss ich jetzt vielleicht doch einfach diesen Fahrstuhl runterholen? Na, es geht ja eben noch nicht. Ach so. Glaube ich. Cool. Unpraktisch. Leute, ich würde sagen, ich setze hier mal ganz kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Aufschreiben. 13,5 Minuten. Das war jetzt echt von vorne. Oh, wie war denn das? Zum Design da. Hä? Das haben wir heute auch genommen. Okay, wollen wir kurz was gucken? Das heißt ein Bottom. Albert. Primal Knights in Dragon Castle. Request to Home. Von den Viechern, ey, das ist die Farm, ey. Das wird auf New Game Plus 3 Spaß. Ja, was muss ich denn nicht machen? Ich meine, der Weg ist also kein Weg.
Warte mal, du brauchst einen Schlüssel für die Tür dahinter. Der ja. Schlüssel war oben auf dem Fahrstuhl. Wie kriegt man den Fahrstuhl runter? Der Charger da, oder? Die blau leuchtet. Wenn man Gegner daneben sieht. Stimmt. Genau deswegen hat sie mich auf diese Plattform wieder hochgeschickt. Okay. Also muss ich daneben jetzt Gegner killen. Ja. Willst du das machen? Kann ich mal probieren. Dann hast du hier mal kurz das Headset. Ich brauche keinen Sound. Gut, dann gehe ich nochmal hin. Achtung. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt mal gegoogelt, was es mit diesen Türen auf sich hat. Und die Türen sind nicht zu öffnen. Das geht nicht. Moment mal. Da habe ich mich auch gehört. Wo lang ist denn jetzt schneller? Eigentlich unten lang, oder? Unten lang, aber setze ich lieber nicht ins Altfeuer. Bitte? Unten lang, aber setze ich lieber nicht ins Altfeuer. Nee, meine ich nicht. So, und wir haben ja vorhin diese Statue gesehen, die wir aktivieren können, indem wir Gegner daneben killen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal schnell. Weil dadurch kommt halt dieser Fahrstuhl runter oder so und dann geht's weiter. So, dürfte ja nicht so weit weg sein. Genau. Nee, nur die 60 FPS halt auch. Und wir haben uns jetzt gerade entschieden, also ich habe mich hier hingesetzt und habe auch Spaß gefragt, jo Marc, hast du Bock das zu machen? Und Marc macht das jetzt. Ich habe irgendwie keine Lust gegen diese Viecher zu kämpfen. Also dann Marc. It's your turn. Have a nice day. Oh, da war ja Vierer. Ja, erstmal auf die Fresse kriegen. Ja. Sehr gut. Ich konnte den Controller irgendwie nicht klar. Ja, ihr müsst wissen, Marc ist ja eigentlich Xbox-Spieler. Schaffst du vier gleichzeitig? Ich muss gerade bloß einen Moment für den Estus abpassen. Okay, das wird immer schwieriger. Schauen wir mal kurz hier rein. Ah, denk dran, du musst sie da drin besiegen, ne? Ja, ich weiß. Der Estus war es richtig wert. Totally. Die sind halt ganz schön abartig schnell, finde ich. Mhm. Vielleicht sollen nicht alle vier auf eben aufwecken oder so. Nee. Obwohl, ich glaube, hätte ich sowieso. Nee, hier kann ich hinten nicht lang. Ich hätte jetzt irgendwie lieber ein Ultragroßschwert. Kannst du dir ausrüsten. Ich hab's ja. Dann mach ich mal kurz einen ganz schnellen Switcher. Fuck. Ja. Was ist das? Links, genau. Ich muss hier erstmal wieder sicher rauskommen. Das wird ein Problem. Eieiei. Wie? Alles easy. Aber denk dran, du bist jetzt schwer, du bist jetzt nicht mehr leicht. Über 70% haben wir. So, komm. Oh. Wo steckt denn der hin? Das ist eine gute Frage. Okay. Ich hab's doch schon keine Sorge. Und ein Stückchen lauter musst du bitte noch reden, ja? Okay. Wenn das Mikrofon so weit unten ist. Ja, also jetzt sind erstmal wieder 8 Gegner in dem Raum. Mhm. Hui. Also kannst du es wieder machen, wie ich es vorher gemacht habe. Erstmal die ganz rechten da einfach aus dem Raum locken. Und ich glaube, die hier war plus 6, die war jetzt nicht so richtig glücklich. Immer noch. Kannst natürlich noch die normale Alon-Rüstung anziehen oder sowas. Ich ziehe oder noch leichtere Beine. Ja, die Alon-Rüstung. Oder Verrahmen. Naja, alles noch über 70. Na gut, ja. Gut. Ja, das sieht doch schon besser aus. Definitiv. Ich habe ein ganzes bisschen auf Belastung geskillt, weil ich wollte immer möglichst schwere Rüstung tragen und trotzdem noch leicht sein. Ich hab's auf 40. Gut. Ich habe, wie viel hatte ich? 25? 27, glaube ich. Alles klar. Ja. Crazy shit. Plus Ring des Soldaten noch. Den dritten Drachenring hast du noch nicht, oder? Den dritten was? Drachenring. Ich habe gar keinen Drachenring, oder?
Das ist halt nicht mit plus 1, plus 2, plus 3, sondern ein erster und zweiter Drache. Ich habe noch gar keinen Drachenring. Okay. Mehr. Ja, ja. An so einem scheiß Speer gestaggert werden, ist er witzlos. Ja. Also weißt du, wie ich mich manchmal fühle in diesem Spiel? Mhm. Denn ich fühle mich manchmal nicht witzig in diesem Spiel. Jetzt sind diese hier weg. Stimmt. Waren aber nicht so viele, ich glaube 4000 oder so. Oh, ja, nee, es waren schon ein paar mehr, weil jeder Hauptmann hat ja 4000 gemacht. Nee, die bringt 1500. Achso. Na, dann waren es so 4000. Das hier könntest du aufwerten, das ist richtig gut. Ja? Hm. Also auch ein Großschwert, ne? Ein ganz normales Großschwert, kein Ultra-Großschwert. Ja, aber ist ja trotzdem dann zweihändig eher, ne? Nö, ich fand's auch gut. Hä, was? Aha, jetzt. Du bist ja gar nicht mal so langsam. Ich dachte, das wäre jetzt langsam. Na, damit hab ich's durchgespielt. Mhm. Auf plus 10. Ja, ich will erstmal, also mein Ziel ist halt erstmal das Heilritterschwert auf plus 10 zu bringen, danach ist mir alles egal. Du kannst jetzt wieder Rüstung anlegen. Stimmt. Schmelzerdämon. Und das war auch Schmelzer, ne? Ja. Machst du dann nochmal schnell da richtig fett und hässlich? Fandenbeißel. Süß. Ich mag übrigens, also die Schmelzerdämon-Rüstung ist mir irgendwie zu dick. Mir auch. Und bauchfrei. Ja, stimmt. Aber das habe ich ja nicht. Da habe ich ja wenigstens die Hauptmann-Rüstung hier. So, liebe Leute, dann sind wir jetzt wieder hier oben. Bei Versuch 3. Bei Versuch 3. Der hier. Der hat irgendwie die Tür geöffnet und dann hat er sich in die Tür gestellt und sie nochmal geöffnet. Klo, das wird nicht. Doch. Ich habe nicht so viele Pfeile, ich habe halt nur 11 Pfeile. Der kommt ja nicht hoch. Ich will nicht die Nachricht durchhalten. Ich will den scheiß Bogen zweitig nehmen. So, dass ich den schon mal ein bisschen anhitte. Genauso wie den hier. Meine schönen Pfeile. Auch ein Aufstand, ja, da rein. War es nicht viel? Aber vielleicht war vorhin einfach einer noch auf der anderen Seite übrig. Aber wie vermisse ich hier gerade den? Nee, ja, der nicht. Ach, jetzt fängt er auch noch an zu zaubern, der Typ hier. Ich glaube, das sollte eigentlich. Obwohl, einfach. Na dann. Jetzt hab ich das mal hier auch schon. Links. Wie viel muss man? Drei? Drei muss ich sagen, was. Oder einer? Nee, noch nicht. Titanic-Scholle? Oh, eine Scholle! Reicht das schon? Ja. Drehte? Ja. Sehr gut. Hat er auch genug gedreht? Ich denke. Ich höre zumindest ein Geräusch. Na, du kannst ja mal. Ich sehe ja gleich, wenn es da kommt. Also, ich habe ein Geräusch gehört. Ja, eigentlich müsste sich der Fahrstuhl schon drehen. Ja. Ich meine, der dreht sich so runter. Ich höre was. Kann ich mal hören? Das hört sich an wie brrrr, brrrr. Na, geh mal noch wieder schon so ein Stück zur Tür ran. Ich hab Angst, dass die Dinger aufwachen. Hm, stimmt. Ich höre auf jeden Fall einen Mechanismus dahinter. Es wird auch lauter, wenn ich rangehe. Warte mal, ich glaube, ich sehe da was. Obwohl. Ne. Ja. Jetzt hat's aufgehört, das Geräusch. Dann wird er wahrscheinlich irgendwo angekommen sein, weil der fährt immer automatisch. Oh, dann ist er nicht hier angekommen, ne? Ne, der fährt entweder ganz runter oder ganz hoch. Und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass er hierher kommt? Du musst wieder von unten hingehen. Hier hält er nicht. So ein Arschloch. Oh, muss ich jetzt die ganze Runde gehen? Du könntest auch einen Heimkehrknochen benutzen. Ich glaube, das ist mir sogar fast schon lieber. Würde ich auch machen. Hey, da ist er noch voll, das ist gut. Ja, null Seelen. Ja. Yeah. Yeah. Okay, nehmen wir einen Heimkehrknochen. 15 Stück, ja, dann. Na, später kriegst du ja noch so ein.
so eine Art Heimkehrknochen, den du immer verwenden kannst. Oh cool. Bringt der mich dann immer nochmal Jula oder was? Nö. So. Zuletzt. Aber ist quasi wie ein Heimkehrknochen, nur der verbraucht sich nicht. Wozu sind dann noch Heimkehrknochen gut? Nicht. Kannst du bei Gavlan verkaufen gehen? Naja, schon allein. Ich hab den mal Gavlan genannt, aber immer Gavlan. Ach fuck, der Duftzweig wollte ich noch verwenden. Oben im Schattenwald. Aber ist ja nicht so wichtig. Und ja, ist Der fährt jetzt ganz hoch, ja? Ja. Oh Gott, sind da Gegner? Ich glaube, der erste Spielverlauf nicht. Hallo. Weil ich glaube, im New Game Plus kommt dann ein Invader. Hallo. Ein Invader. Also ein NPC. Ja. Oh, ich hab Angst. Hallo, Bild. Das ist ein Spiegel, keine Bilder. Oh. Der spiegelt aber nicht. Nicht ganz. Alter, wie hoch geht denn das noch? Wird gleich schlecht. Ja, 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 ja. Soll ich das drücken? Ah ne, das holt nur den Fahrstuhl hoch, wa? Genau. Liebe Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, durch diese Tür gehen wir dann im nächsten Part von der 12. Dank soll 2. Ich hab mich verschluckt. Für die PlayStation 3 mit mir, dem Marc. Ich verabschiede mich, wie gesagt, für diesen Part. Und ja, ich hol mir. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich gehe mir jetzt erstmal einen runterholen. Tschüss.